mein Sklave, sehr gut. Wer weiß, was er sonst noch für Ärger gemacht hätte. Hier, diesen Sack Gold hast du dir verdient. Und wir beide unterhalten uns später, Freundchen. So, dankeschön. Ja, 100 Gold, super. Aber wir haben immerhin 1000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und jetzt kann unser Freund Gamal uns ein bisschen was über die Sklavenjagd erzählen. Erzähl mir mehr über euch Sklavenjäger. Um als Mensch bei den Orks im Ansehen zu steigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst um Ruhm und Ehre in der Arena kämpfen oder ihnen auf andere Weise dienen. Wir Assassinen der Wüste besorgen ihnen frische Arbeitskräfte für die üblichen Arbeiten und ihre Ausgrabungen. Supi, supi. Und noch was über die Assassinen? Ihr Assassinen seid also nichts anderes als Söldner der Orks. Am besten, du besuchst unsere Städte in der Wüste selbst einmal, mein Freund. Dann wird dir schnell klar, welche Rolle das Volk der Assassinen in dieser Welt wirklich spielt. Also im Gegensatz zu den Ork-Söldnern haben die Assassinen natürlich eine Kultur, sind aber halt ziemlich hochnäsige Drecksäcke und vor allen Dingen sind sie alle nur auf ihren eigenen Profit bedacht, das werden wir aber später noch sehen. Wonach graben die Orks? Ihre Ausgrabungsstätten sind überall im Land zu finden. Wonach sie genau suchen, fragst du sie am besten selbst. Zeig mir deine Ware. Ja, und der hat hier auch vergiftete Assassinenklingen einstecken. Die wollen wir aber nicht. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können, schon wieder angesammelt? Ja, den Orkschlechter möchte ich behalten. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Was willst du denn noch? Verschwinde einfach. Oh, sind wir ein bisschen angefressen? Müssen wir wieder an die Arbeit gehen? Haben wir es nicht rausgeschafft aus Kapdun? Oh, kriegen wir beide noch Ärger. Armes Huschel, ich krieg keinen Ärger. Oh. Ich ruhe mich ein wenig aus. Idiot. So. Ist er selbst schuld, meiner Meinung nach, wenn er sich hier direkt 2 Meter neben der Stadt ausruht oder neben dem Dorf? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Na klar, aber ich dachte, du hast vielleicht noch irgendwas für mich. Dann aber eben nicht so und ich setze mich mal eben ordentlich hin hier. Denn ich habe gerade schon gesehen, davon gibt es einen Wolf. Und das da ist übrigens ein Belja-Schrein, den können wir uns gleich mal anschauen. Nachdem wir diesen Wolf umgebracht haben und seinen Freund auch gleich. So, sehr gut, das lief ohne Probleme. Und eine Heilpflanze, das ist schön, gib mal her hier. Die Leber oder irgendwas. So, dann können wir nämlich mal in den Belja-Altar rantreten. Belja. Hier können wir nämlich, wenn wir das wollten, wenn wir das Geld hätten und wenn wir die Lust hätten, könnten wir hier Magie-Skills lernen. Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Die sind halt in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und ja, und da haben wir hier halt, wir müssen Lernpunkte dafür ausgeben und Gold und können dann einfach die Sprüche lernen. Also hier sind halt die kleineren Sachen. Blitzschlag, Nebel. Ja gut, der Blitzschlag dürfte ganz gut sein, ich weiß es nicht. Ich bin wie gesagt nicht der Magietyp, deswegen habe ich da keine richtige Ahnung von. Aber das hohe Wissen sind dann halt doch schon die stärkeren Sachen. Gewähre mir Macht über Tod und Zerstörung. Und da haben wir hier Vergessen, Blutrausch, Dämon beschwören, Skelett beschwören und Seelenwanderung. Ich weiß leider nicht, was hier zum Beispiel Seelenwanderung sein soll. Auch bei den anderen weiß es eigentlich nicht. Vergessen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ist, dass die Leute vergessen, wenn man sie beklaut hat oder angegriffen hat. Das könnte ganz nützlich sein. Muss ich mir mal im Hinterkopf behalten, dass es den Skill gibt und ich mir den dann vielleicht irgendwann mal zulegen könnte. Ja, und hier könnten wir noch unsere... Moment. Gewähre mir Lebenskraft. Genau, hier können wir unsere Lebenskraft erhöhen. Können wir auch später mal machen. Ich wusste gar nicht mehr, dass das an den Schreinen geht, aber gut. Gut zu wissen. Dann merken wir uns das vor für irgendwann später mal, wenn wir Punkte haben. Und wir haben 10 Lernpunkte. Das heißt, wo habe ich die jetzt eigentlich hergekriegt? Ja, da werde ich dann gleich mal zum Buffort gehen und noch fix den Schildkampf lernen. Jetzt mache ich aber erstmal Schluss, liebe Leute. Ich habe jetzt schon lang genug gespielt. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich mal wieder spiele. Also in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann und tüdelü, man sieht sich. So, vorne S und hinten O, da sind wir wieder. Und ich habe mal auf Anraten von Grompel, dem alten Schamanen, die Texturen ein bisschen hochgestellt. Das frisst nicht allzu viele Ressourcen und wir sehen, die Gesichter sehen nicht mehr ganz so matschig aus. Wenn ich mich recht entsinne, wollte ich nochmal zu Buffort gehen und den Schildkampf erlernen.
Und ja, dann würde ich sagen, tun wir es auch, ne? Meister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Yeah! Gamals Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Yeah! Was, der Sklave hat nur Gutes über uns zu berichten? Das ist aber schön. Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das mag sein, aber ich habe schon genug Probleme. Am besten, du sagst es dem Ork-Anführer Uruk selbst. Ja, wie denn? Ich komme doch nicht rein bei dem Mensch. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Dass mich das nichts angeht eigentlich? Ach, egal. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Ja, da das jetzt alles nicht so interessant ist. Ach doch, wir haben ja noch was. Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Wahnsinnig informativ. So, die Orks sind immer noch nicht zufrieden mit uns. Das heißt, wir landen mal hier im Kampf. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, das würde er. So. Große Waffen nicht, schwere Armbrust nicht, Armbrust nicht. Hier, Schildparade, das will ich haben. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Ja, bitte. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund. Also trage ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Beste Anleitung aller Zeiten. Der Schild gehört nicht an den Waffenarm. Das dachte ich mir doch schon fast irgendwie. Ich glaube, ich bin ein großer Krieger, wenn ich sowas weiß. So, dann können wir mal den Schild jetzt auch ausrüsten hier. Ausrüsten. So, ja, danke. Und ja, die Orksöldnerrüstung, die möchten wir auch noch anlegen. Anlegen. Ja, jetzt, dankeschön. Und da sehen wir doch schon ein ganzes Stück... Huch, was war das denn? Ein ganzes Stück kräftiger aus und... Vor allem vertragen wir jetzt auch mehr. Ja, was auch immer. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach draußen ins Kap Duner Umland sozusagen. Ne? Mach hier keinen Ärger. Nö, ich geh schon. Und bei euch sieht die Arbeit auch schön aus? Geh jetzt besser. Oh. Lass mich in Ruhe. Mensch, sind die alle wieder freundlich heute. So, da können wir auch mal zwischendurch bei Jens vorbeigehen und dem ein paar aufs Maul hauen. Einfach weil wir es können. Und die Wölfe hier drüben habe ich schon erlegt, ne? Ist der tot oder schläft der? Sieht tot aus. Gut. Na dann, Jens, mein Freund. Zeit für eine Tracht Prügel, wa? Hast du einen... Der hat gar keinen Bogen auf dem Rücken. Achso, erstmal das mit den Wolfsfällen, natürlich. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Kein Bedarf eigentlich. Und ja, da wir jetzt... Ja, jetzt haben wir schon einen ordentlichen Ruf in Kap Dun. So, wir hauen dem einfach nochmal auf die Schnauze. Mal sehen, was passiert. Du Wacken! Ja. Ob er vielleicht doch noch einen einstecken hat? Nee, aber die 10 Fälle, das ist auch okay. So. Was ist denn hier los, Mensch? Ja. Was auch immer. Gut, da haben wir noch einen Wolfi. Wolfi, ich speichere mal. Weil es 2 sind. Man weiß ja nie. Aber das sollten wir hinkriegen, denke ich. Na? Samtpfote? Jawohl, das war der erste. Und der zweite Streich, der erfolgt so gleich. Na komm schon. Da! So. Wir hätten höchstens mal... Ach, wir haben ja keine Lernpunkte mehr. Sonst hätten wir lernen können, die Fälle abzunehmen. Aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Denn das bringt jetzt auch nicht gerade viel Geld. Mensch, die Sichtweite, wenn man die ganz runterstellt, da ist die echt ja grottig. Man kann ja nicht mal aufs Meer sehen von hier aus. Also das da unten ist eigentlich... Mensch, ist die Musik laut. Das da unten ist eigentlich ein Strand und dahinter ist irgendwo Meer. Und noch weiter dahinter liegt dann auch schon Warant. Aber das sehen wir alles nicht, weil wir eine niedrige Sichtweite haben. Ist auch okay. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es für euch okay ist. So, hier ist schon alles niedergestreckt, das ist auch schön und auch schon ausgenommen, wie es aussieht. Ja, die Hirsche können von mir aus leben bleiben, aber den Scavenger, den nehmen wir mit. Hallo? Oh, du Sack, ich dachte, du schreist erstmal oder sowas. Mäh. So, wieder schön Fleisch und Ei eingesteckt. Ja, was ist das? Ach, das ist ein Schwein. Ach so, ich dachte schon. Gut, dann bewegen wir uns mal, wie uns gesagt wurde, einfach an der Küste lang. Kann ja nicht schaden, ne?
und schauen mal, was da so auf uns zukommt. Hüpf. Und hüpf. Das heißt, eigentlich wissen wir ja schon, was auf uns zukommt. Nämlich Leute, die die Kisten gestohlen haben. Von Urkras. Das wurde uns ja jetzt schon freundlicherweise mitgeteilt, quasi so ein bisschen durch die Blume weg. Oh, eine Schildi. Oh, hallo Schildi. Na, egal. Ich lasse sie mal leben, ausnahmsweise. Auch wenn ich sonst jede Chance nutze, um irgendwie an Erfahrungspunkte zu kommen. Aber diesmal bin ich mal gnädig, weil es eine Schildi ist. Und weil Schildis süß sind. Und davon steht jemand, wie wir sehen. Ja, ich schleiche dann mal mich hier ran, so ganz unauffällig Ninja-Style, ne? Denn die sind nicht freundlich. Nein, ganz und gar nicht. So, dann gucken wir mal. Ah, hüpf mal hier hoch. Was, der hat mich schon gesehen? Willst du mich verarschen? Wie denn? Die können durch Steine durchsehen hier. Infrarotblick oder so. Aber mich scheint bloß der eine gesehen zu haben. Da sehen ja noch mehr als bloß der eine. Na komm schon. Mist. Ja, ich bleib mal hier hinter dem Felsen, weil da auch einer mit einem Bogen ist. Schön, das war's schon für den. Mensch, bleib mir fern. Oh, 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 mein Leben, mein Leben, mein Leben. Trink was, nein, nicht stehen bleiben, nein. Oh Gott, da bleibt er stehen beim Trinken, das habe ich ganz vergessen. Dann halt so und die anderen interessieren sich schon gar nicht mehr für mich, das ist auch okay. Dann kann ich mich nämlich in Ruhe hier vorbereiten und mal kurz den erstmal ausnehmen, aber der hat auch nichts weiter. Reis, okay, ist klar. Was sonst? Das habe ich jetzt schon erwartet irgendwie, dass der Reis mit sich rumschleppt. Und ich frage mich, was das immer für Mini-Lags sind. Eigentlich läuft das Spiel richtig flüssig jetzt gerade. Aber ich habe immer solche ganz kleinen Lags mit drin. Ich weiß nicht, wovon die jetzt kommen. Na gut. So, meine Freunde. Auf zu neuen Schandtaten. Zack, zack, zack. Na, bist du wohl. Das ist jetzt natürlich total ungünstig hier. So, das ist schon günstiger. Und das war's auch für dich. Und damit haben wir die Banditen hier erledigt. Sacken wir alles schön ein. Die Schwerter nehmen wir auch mit natürlich. So nutzlos sie sind, aber wir können ein paar Münzen damit kriegen. So, was haben wir hier? Snapperkraut. In Ordnung, nehmen wir mit. Davon steht ein Lurker rum. Den lassen wir aber, wo er ist. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, Morgentau. Den hatten wir schon, den hatten wir schon. Und hier haben wir Warenlieferung. Das sind die drei Kisten, die Urkras haben möchte. Und ich habe keine Ahnung, wo der Held sich die hinsteckt. Denn die sind ja nun alles andere als klein. Das muss man schon mal so sagen. So, aber irgendwo müssen noch Wölfe sein. Denn sonst hätten wir schon einen Questerfolg zu vermelden gehabt, als wir die letzten hier umgebracht haben. Irgendwo müssen noch ein paar Weißfälle hier rumkriechen. Die suchen wir jetzt noch auf dem Weg zurück nach Kapdun. Und ja, dann haben wir das auch hinter uns und haben schon ordentlich Ruf gesammelt. Da müssten wir eigentlich bloß noch zur Arena hoch und dann müssten wir auch mit Kapdun soweit durch sein, würde ich denken. Oder relativ weit durch sein. Weil, also den Berg hoch sind wir noch gar nicht gegangen. Zum Leuchtturm hin. So, hier hinten dürften, glaube ich, keine Wölfe mehr sein. Das müsste eigentlich alles hier vorne in dem Gebiet sein. So, dort waren wir schon. Also würde ich es jetzt mal auf der anderen Seite des Bauernhofs versuchen. Ne, Schweini? Hier lebt noch ein Huhn? Ach nee, das ist schon tot. Okay. Hat aber noch Fleisch für uns, das ist freundlich. Ne, Schweini? Wollte ich sagen. Och, bin ich böse. Oh, Miss Schweini, Schweini. So, das haben wir. Was denn hier los, Mensch? Hallo? So, geht's wieder. Schön. I.O. Hier liegt noch ein Ork rum. Frag mich, wer den umgebracht hat. So, da oben vielleicht? Aber da war ich doch schon, oder? Da liegen schon die Scavenger rum. Da muss ich doch schon... Hallo? Da muss ich doch schon gewesen sein. Hier liegt doch schon ein Wolf, ja. Hm, naja, gehen wir hier einfach lang. Vielleicht hat sich noch irgendwo einer im Busch versteckt. Was ist denn hier los, Mann? Das regt mich auf, das regt mich echt auf. So, okay. Jetzt scheint Ruhe zu sein. Schnapsbeere, nehmen wir mit.
Kann nie schaden. Ich frage mich jetzt aber echt, wo hier noch Wölfe sind. Hier muss doch noch irgendwo einer sein, wenn wir noch keinen Questerfolg hatten hier.